Klaus Thaler präsentiert die Wochenshow Klassik. Immer? Ja. Mir juckt es da irgendwie im Ohr. Kannst du mir da mal kurz einmal... Oh, ja. Ah, das tut gut. Regie ist übrigens der Norbert Blüm schon fertig für das Interview. Ist er schon da? Tut uns leid, Ingolf. Das wird nichts mit dem Blüm. Der muss nachsitzen. Oh. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Riemer und Karen Friesecke. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Skandal. England ignoriert Importstopp für britisches Rindfleisch. Alarm! Neue Seuche entdeckt. Inderwahnsinn. Vor der Wahl in Russland. Boris Jelzin droht seinen Gegnern. Und unser Stargast der Woche, Ingrid Steeger. Kommen wir gleich zu dem Thema der Woche. Der Fall Remzma. In allen Zeitungen wurde darüber berichtet. Anlass waren die spektakulären Fahndungserfolge der Polizei. Zwei der Täter, Wolfgang Kosic und Peter Richter, konnten in Spanien festgenommen werden. Weiterhin auf der Flucht ist ein unbekannter Dritter, das angebliche Superhirn des Gangstertrios. Wir fassen die Ereignisse noch einmal für Sie zusammen. Am Abend des 25. März wurde der Hamburger Multimillionär Jan-Philipp Remzma im Garten seiner Villa überfallen. Die Entführer schlugen Remzma nieder, verbanden ihm die Augen und verschleppten ihn im Kofferraum ihres Wagens. Nach Remzmas Beschreibung entstand später diese Skizze des Tatfahrzeugs. Eine Welle der Empörung und Trauer ging durch den Freundeskreis des entführten Millionenerben. Währenddessen verhandelte die Polizei über die Freilassung des Millionärs. Über verschlüsselte Zeitungsanzeigen hielt die Polizei dabei Kontakt zu den Entführern. Polizei und Angehörige gingen auf die Forderungen der Entführer ein. Vor der Übergabe wurden die Geldscheine allerdings von Polizeispezialisten unauffällig markiert. Nach erfolgreicher Geldübergabe wurde der Millionenerbe freigelassen. Mit raffinierten Tricks brachte Remzma die Polizei schnell auf die Spur der Verbrecher. Während seiner Geiselhaft ließ er sich zum Beispiel Bücher besorgen, die im freien Handel kaum erhältlich sind. So wurden die Entführer schon kurze Zeit später identifiziert. Einer der Täter floh als Pizzabäcker verkleidet mit einem roten Mietwagen nach Spanien. Polizei und Öffentlichkeit fahndeten nach dem flüchtigen Verbrecher, genannt der dicke Faruk, hier im Bild. Dieser wurde schließlich Anfang der Woche im spanischen Murcia gefasst. Obwohl am Mittwoch bereits der zweite Tatverdächtige verhaftet werden konnte, fahndet die Polizei nach wie vor nach weiteren Tatbeteiligten. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen äußerte sich ein Sprecher des zuständigen Landeskriminalamtes. Jetzt mussten Sie also offenbar flüchten, zurück nach Hamburg. Das war die Zusammenfassung der Ereignisse. Der Erfolg der Polizei ist nicht zuletzt dem anonymen Informanten zu verdanken. Was die Behörden bisher aber verschwiegen, der Informant ist ein verdeckter Ermittler der Polizei. Trotz großer Sicherheitsbedenken ist er heute bei uns in der Wochenshow. Um die Tarnung nicht zu gefährden, erscheint er maskiert und mit verfremdeter Stimme. Natürlich trägt er auch einen falschen Namen. Guten Abend, Herr Koch. Herr Koch, Sie haben vollkommen neue, sensationelle Erkenntnisse im Fall Remzma. Das kann,
Das kann man wohl sagen. Peter Ernst, Adolf Richter und der dicke Faruk sind doch bloß Handlanger. Das Ding ist von langer Hand vorbereitet worden, noch ein paar Tage, und ich kann Informationen liefern, dass das organisierte Verbrechen dahinter steckt. Ich bin wegen ganz anderer Dinge in die Organisation eingeschleust worden, aber die Mafia ist ja vielseitig. Ja, das hört man natürlich immer wieder. Sie als verdeckter Ermittler leben ja nicht ungefährlich. Sie konnten Gott sei Dank bisher Ihre geheime Identität wahren. Das ist ja überaus wichtig, gerade in Ihrem Fall, wo die großen Bosse noch nicht gefasst sind. Hat denn innerhalb der Organisation niemand Verdacht geschöpft? Nein, bisher ging alles gut. Aber schon der kleinste Kratzer an meiner Fassade würde bedeuten, dass ich verbrannt bin. So, dass man Sie vom Einsatz abziehen müsste? Nein, so wie ich sagte, die Jungs würden mich mit Benzin übergießen und anzünden. Die verstehen da keinen Spaß. Klingt nach einem harten Job für harte Männer. Sagen Sie, Herr Koch, haben Sie eigentlich niemals Angst? Nein. Also, solange die Tarnung hält... Scheibe, muss das blöde Ding runtergefallen, Herr Koch. Runtergefallen, ja. Verfluch noch mal. Mit der blöden Brille kann man nichts sehen, ja? Klar. Hä? Kann man die Kamera ausmachen? Kann einer die... Verdammt noch mal, das muss man rausschneiden, ja? Wir machen hier eine Live-Sendung. Wie bitte? Ja, live, das ist das englische Wort für zeitgleich oder direkt. Ein Live-Album zum Beispiel ist eine Platte, die direkt aufgenommen wird. Das heißt, wir sind jetzt auf Sendung. Ich meine, wir vom Fernsehen haben halt so auch unsere Fachsprache. Ja. Oh, was ist das denn? Ein Personalausweis auf den Namen Topinke. Heißt hier jemand vielleicht Topinke? Ist ein komischer Name. Oh, das sind ja Sie! Das ist, ich hab mir verplappert, Entschuldigung, tut mir leid. Ist das wirklich Ihr Name? Christoph Topinke? Das ist aber ein komischer Name. Nein, ich heiße Koch. Himmelherrgott, ich muss hier raus, ja? Gibt's hier einen Hinterausgang? Ich fürchte, nein, tut mir leid. Sagen Sie, wohnen Sie eigentlich immer noch in der Kühlstraße 10? Nein! Das war unser Thema der Woche. Und nun weitere Nachrichten im Überblick mit Anke Engelke. Bonn. Auch in der Bundeshauptstadt ist die Mülltrennung jetzt gesetzlich vorgeschrieben. Kanzlergattin Hannelore Kohl ging diese Woche mit gutem Beispiel voran und entsorgte ihr Altglas. Komischer Container. Mist, blödes Altglas, blöd. Ha, der kann es auch nicht. Huch, die war ja noch ganz voll. Berlin. Scharfe Kritik am regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen übte gestern der Deutsche Presseverband. Der Vorwurf, mit zunehmend unfairen Mitteln reagiere Diepgen auf kritische Journalisten. Ja, ganz schön rot. Frankfurt. Innenminister Manfred Kanter beging seinen 60. Geburtstag mit einem feierlichen Empfang im Frankfurter Römer. Wohlwollende Aufmerksamkeit erregte das Bläserquintett des Bundesgrenzschutzes mit einer gelungenen Darbietung. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Studie beklagt, dass anonyme Drohbriefe immer noch fälschlich als sogenannte Bagatelldelikte behandelt werden. Das war's ja wohl, ne? Guten Tag. Guten Tag. Herr Wachtmeister, ich bekomme seit Tagen anonyme Briefe. Wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Am besten gar nicht drauf antworten. Danke. Kiel. Ministerpräsidentin Heide Simonis traf sich gestern mit ihrem Hamburger Kollegen Henning Foscherau zu informellen Gesprächen im Rahmen der Kieler Süßwarenmesse. Moskau. Willkommene Wahlhilfe für Präsident Boris Jelzin leistete in dieser Woche US-Präsident Bill Clinton mit einem Besuch in der russischen Hauptstadt. Zum offiziellen Bankett ließ der Gastgeber den Kreml folkloristisch ausschmücken. Am
Am kommenden Dienstag beginnt in der Domstadt der 99. Deutsche Ärztekongress. Hauptthema wird dabei die Ehrung für Dr. Gerd Baader sein. Der Chefarzt der Hamburger Universitätsklinik wurde gestern von einer internationalen Jury zum Chirurgen des Jahres gewählt. Ich befinde mich hier im OP der Hamburger Uniklinik, wo gerade die Vorbereitungen für eine komplizierte Nierentransplantation laufen. Für Dr. Baader, den renommierten Nierentransplantationsexperten, kein Problem. Dr. Baader, Sie sind der erste Deutsche, der mit der Auszeichnung Chirurg des Jahres ausgezeichnet wurde. Ja, natürlich. Und das ist nicht nur eine große Auszeichnung für mich, sondern auch, glaube ich, eine tolle Anerkennung für die gesamte deutsche Chirurgie. Werden Sie denn überhaupt Zeit haben, diesen Anlass gebührend feiern zu können? Ja, ich gebe heute Abend einen kleinen Empfang, gleich nach der Transplantation. Sie sind herzlich eingeladen. Oh, danke. Das ist aber nett. Wo findet das denn statt? Bei mir zu Hause. Ich wohne in Pötzlstraße 71. Oh, wie finde ich da hin? Ganz einfach. Passen Sie auf. Skalpell! Sie fahren die Hauptstraße? Ja, ganz normal. Lassen Berkis Kneipe links liegen, ja? Über die Brücke und schon sind Sie in der Pötzlstraße. Kann ich davon eine Kopie haben? Aber natürlich. Dieter, machst du mir eine Röntgenaufnahme? Danke, Anke. Seit Mittwoch tagen in Berlin die Außenminister der NATO-Staaten. Dabei geht es vor allem um die Finanzierung künftiger NATO-Einsätze. Vor Ort steht jetzt mein Kollege Horst Lemminger, der uns über den aktuellen Stand der Verhandlungen informieren wird. Hallo, Horst. Hallo, Ingolf. Horst, was soll das jetzt nun wieder mit den Schildern? Ist das Mikrofon in Berlin kaputt oder was ist dort los? Total heiser. Total heiser, Horst, aber warum denn? Mein Interview in der Techno-Disco. Ah, so, Horst, das ist natürlich ganz klar, aber warum haben Sie da nichts gesagt? Okay, jetzt aber bitte doch zu der Verhandlung. Also was können Sie uns über die Konferenz sagen? Also erzählen, zeigen dann halt. Ja. Nun, die Verhandlungen sind in der... Sackgasse? Vor allem der... Vor allem der Vertreter der Vertreter der Vertreter aus Spitzbergen, aus Frankreich, der Vertreter der Delegation aus Frankreich hat sich, Horst, geht das nicht weiter, das geht nicht, Schluss, Feierabend, das mache ich nicht mehr mit, melden Sie sich wieder, wenn Sie wieder richtig reden können. Ja? Das war Horst Lemminger aus Berlin. Nach der Werbung sehen Sie das Neueste von der Nationalmannschaft. Die bezaubernde Ingrid Steeger und natürlich Spartacus, den größten Stuntman der Welt. Bleiben Sie dran! Willkommen zum zweiten Teil der Wochenshow. Ingrid Steeger, gerade erst hat sie eine erfolgreiche Theatertournee beendet und ganz nebenbei die Liebe ihres Lebens gefunden. Anlass genug, um mit der sympathischen Schauspielerin unser Interview der Woche zu führen. Ingrid, Sie sind eine vielbeschäftigte Frau, deswegen führen wir dieses Interview jetzt hier während eines Zahnarzttermins. So ist es. Ich meine, es ist wirklich kaum zu glauben, dass man in dieser angenehmen, anheimelnden Atmosphäre einem zahnärztlichen Termin, einer Behandlung beiwohnt.
Dr. Bananda ist ein Anhänger der Sanftmedizin. Er arbeitet sehr viel mit alten Naturkräutern und mit esoterischen Praktiken aus Pakistan. Wir können dabei ganz entspannt ein bisschen plaudern. Das ist toll. Wie hat es eigentlich angefangen mit Ihrer schauspielerischen Karriere? Stimmt es, dass Sie sich am Anfang Ihrer Karriere für einige Rollen ausziehen mussten? Wie ist es dann weitergegangen, Ingrid? Wie wurden Sie dann doch zu einer anerkannten Schauspielerin? Ingrid, es gibt Gerüchte, die besagen, dass Ihre Gagen nicht ganz ordnungsgemäß versteuert worden sein sollen. Was sagen Sie zu diesen ungeheuerlichen Vorwürfen? Können Sie das dementieren? Ja oder nein? Meine Damen und Herren, Ingrid Steeger verweigert die Antwort. Hat etwas zu verbergen? Gibt es dunkle Stellen in Ihrer Karriere? Fragen, die wirklich gut gestellt sein wollen? Ich habe mein Möglichstes versucht. Das war Ingolf Lück mit dem Interview der Woche. Herr Schäuble, Herr Fraktionsvorsitzender, Helmut Kohl meint, Sie würden sich bei der Arbeit ganz gerne mal eine Linie Kokain ziehen. Wie stehen Sie zu diesen Vorwürfen? Der hat auf der einen Seite nicht ganz Unrecht, weil es wirklich eine Leidenschaft ist, aber er übersieht, dass ich eigentlich sehr gut auch ohne diese Droge auskommen würde, dass dann nicht im Bund sein muss, sondern zu Hause sein darf. Aber der Kanzler war geradezu empört, als Sie bei der letzten Kabinettssitzung einen Joint auf seinem Sessel ausgedrückt haben. Er kennt nur einen Teil von mir. Normalerweise bin ich ein ganz verträglicher Mensch. Auf Privatenfeiern hingegen, sagt man, sind Sie ein gern gesehener Schast. Nicht nur, weil Sie Blumen, sondern auch ganz gerne mal ein paar bunte Pillen mitbringen. Was nichts kostet, sagt man bei uns zu Hause, das ist umsonst und damit geht man nicht sparsam um. Herr Schäuble, letzte Frage. Die holländische Polizei hat Sie in dieser Woche zum wiederholten Mal bei dem Versuch erwischt, Haschisch über die Grenze zu schmuggeln. Wie viele Versuche wollen Sie denn noch starten, bis Sie endlich vernünftig werden? Noch 3 Versuche. Dann toi toi toi, Herr Schäuble. Und jetzt zum Sport. Fußball. Vor wenigen Augenblicken ging das Länderspiel Deutschland gegen Frankreich zu Ende. Bundestrainer Vogts hat endlich seine Wunschelf gefunden. Sehen wir uns nochmal die Aufstellung an. Und hier, meine Damen und Herren, die Aufstellung. Mannschaftskapitän Jürgen Klinsmann, daneben im Tor Lattenspezialist Andreas Köpke. Der Münchner Markus Babbel mit einer leichten Verletzung geht er in die Begegnung. Und wie immer als Manndecker Jürgen Kohler schauen Sie sich die Stollen an. Und schon wieder mit einem neuen Schuhvertrag Freddy Bobic. Steffen Freund, der Linksfüßer im defensiven Mittelfeld. Mehmet Scholl, die Stimmungskanone im Team, immer einen guten Spruch auf den Lippen und gerade noch rechtzeitig fit gespritzt, Matthias Sammer. Andi Möller, eigentlich zu Unrecht immer als Memme verschrien und daneben der Neubayer Mario Basler ist auch schon auf dem Feld aktiv und schließlich Thomas Icke Hessler. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das wird eine spannende Begegnung. Ich freue mich drauf. Der lockere Führungsstil von Berti Vogts war in den vergangenen Tagen Lieblingsthema der Sportpresse. Jetzt wirft ein Werbespot erste Schatten auf die neue Freizügigkeit in der Nationalelf. Jungs, mal herhören. Ich habe die Nummer von der Sex-Hotline. 090-669-669. Ruft an! Telly D1 gegen den Lagerkoller. Boxen.
Weltmeister Henry Maske wird seinem Ruf als Gentleman auch durch einen exklusiven Kleidungsstil gerecht. So lässt sich der Weltmeister von namhaften Künstlern spezielle Mäntel auf den Leib schneidern. Heute stellte er seinen neuen Umhang vor, gestaltet vom Verpackungskünstler Christo. Formel 1. Am Rande des Zeittrainings zum Großen Preis von Spanien in Barcelona kam es für Corinna Schumacher zu einem unangenehmen Zwischenfall. Die Ehefrau des Weltmeisters kam zum Glück mit einem blauen Auge davon. Das war's vom Sport und nun ist es wieder soweit. Spartacus, der größte Stuntman der Welt, hat heute etwas Unglaubliches vor. Offen gestanden, ich weiß nicht genau, was es ist. Und auch der Ort des Geschehens wurde bisher geheim gehalten. Wir schalten einfach mal um. Es ist ein ungewöhnlicher Ort, an dem wir uns heute befinden, aber es ist auch ein ungewöhnlicher Mann, dem wir heute wieder begegnen dürfen. Spartacus, der Teufelskerl, der Weltmeister unter den Stuntmen. Wir sind neugierig, wir sind fieberhaft gespannt. Spartacus, welchen Nervenkitzel werden Sie uns denn heute bieten? Heute werde ich über Wasser wandeln. Boah, Sie sagen das so, als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt. Nun ja, der Stunt ist nicht gerade neu. Vor 2000 Jahren wurde er schon einmal versucht, aber ich habe ihn verfeinert und deshalb wandle ich auch nicht über einen See, sondern über dieses Klärbecken. Das klingt kühn, das klingt abenteuerlich, aber es klingt auch nach einer Botschaft. Das haben Sie richtig erkannt, Anke. Ich habe diese Aktion mit meinem Freund Fuji Hashimoto entwickelt. Er ist nicht nur Japaner, sondern auch einer der Gründer von Greenpeace. Und die Botschaft lautet, sauberes Wasser in einer heileren Umwelt. Sauberes Wasser in eine heilere Umwelt. Fuji denkt genauso wie ich. Schluss mit dem Atombesuch. Atombesuch, pfui. Fuji, ich habe dir 100-mal gesagt, wir haben jetzt keine Atomversuche, die wir verhindern können. Diese Wasserlilie ist das Symbol der Reinheit. Sie gibt mir Kraft für diese Aktion. Gibt's Kraft? Halt's Maul. Das bedeutet also, nur mit Hilfe dieser Wasserlilie können Sie über die Kläranlage wandeln? Toll. Nein, damit würde ich reinfallen. Aber Fuji hat Spezialschuhe angefertigt, biologisch dynamische Schwimmflossen aus reinem Naturstoff. Biologisch dynamisch Schwimmflott aus reinem Naturstoff. Fuji denkt genauso wie ich. Diese Naturstoffe binden die Luft, die aus dem Klärbecken kommt. Und wenn ich jetzt schnell auf der Stelle trete, also etwa 9-mal pro Sekunde, dann bilden sich unter den Schwimmflossen Luftkissen und ich wandle über das Wasser. Fantastisch. Wenn Sie wollen, ich bin jetzt bereit. Saubere Wasser in heilere Umwelt. Wir werden wieder Zeuge eines spektakulären Stunts von Spartacus, dem Teufelskerl. In wenigen Sekunden ist es soweit. Er bereitet sich vor. Gleich geht es los. Er ist am Rand des Beckens. 9 Tritte pro Sekunde. Der Mann, der über das Wasser wandelt. Spartacus. Großartig! Er wandelt nicht nur auf Wasser, sondern er kann sich auch unsichtbar machen. Toll! Ja, liebe Zuschauer, Sie sahen mal wieder eine spektakuläre Aktion von Spartacus, dem größten Stuntman aller Zeiten. Und Herr Fuji, auch ein Erfolg für Greenpeace? Diesem Schlusswort kann ich mich von ganzem Herzen anschließen und damit gehen wir zurück ins Krankenhaus. Bin nicht weg, ich will hier raus. Ich reiß dir die Tür ab mit einer Wasserlilie hier. Bitte mach diesen Stunt ja nicht nach. Damit sind wir auch schon fast am Ende der Wochenshow. Zeit fürs Wetter. Wenn der Mai kühl und heiß und trocken, dann kriegt der Bauer kleine Brocken. Ist er aber feucht und kühl, dann bringt viel Futter und Früchte. Das war die Wochenshow mit den witzigsten Nachrichten der Welt. Auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende.